geht's auf eine Baustelle nach Dresden. Auf den ersten Blick eine ganz normale Baustelle. Doch die Wände, die hier entstehen, sind alles andere als normal. Das Material, aus dem sie bestehen, könnte den Hausbau revolutionieren. Professor Manfred Kurbach von der TU Dresden hat den Baustoff mitentwickelt. Statt Stahl wird ein Carbongewebe zur Armierung verwendet. Am Anfang wurden wir manchmal etwas belächelt, weil wir da so was Weiches in den Beton hineingeben. Aber je mehr wir daran geforscht haben, umso mehr haben wir gemerkt, wie groß das Potenzial ist. 2016 bekamen er und sein Team für die Entwicklung den Deutschen Zukunftspreis. Jetzt ist es soweit. Das weltweit erste Haus aus dem innovativen Baustoff kann entstehen. Der Stahl hat eine Festigkeit von etwa 500 Newton je Quadratmillimeter, das Carbon von ungefähr 3000. Das ist also sechsmal so fest wie der Stahl. Und deswegen sieht diese Matte viel dünner aus, trägt aber genauso viel wie die, vielleicht sogar noch mehr. Bisher wurde Carbonbeton vor allem eingesetzt, um bestehende Gebäude oder auch Brücken zu sanieren und zu verstärken. Jetzt will das Team um Professor Kurbach die Vorteile des Baustoffs in einem kompletten Gebäudebau aufzeigen. Hier auf dem Campus der TU Dresden. So soll es aussehen, das Haus der Zukunft. Wand und Decke sind als doppelt geschwungene Wälle konstruiert. Solche Formen sollen mit Carbonbeton einfacher zu realisieren sein als mit Stahlbeton. Bei diesen Carbonmatten ist es so, dass jedes Garn aus insgesamt 50.000 einzelnen Filamenten besteht, die dann auch nach der Tränkung dann immer noch relativ beweglich sind. Und das macht es möglich, dass man solche gekrümmten Strukturen sehr leicht herstellen kann. Die geschwungene Wanddachkonstruktion besteht aus mehreren Schichten. Zwischen zwei Lagen Carbonbeton befinden sich Dämmkörper aus Styropor. Die Herausforderung im Bau? Aufgrund der geschwungenen Form kann der Beton nicht einfach in eine Schalung gegossen werden. Das Dach muss Stück für Stück aufgebaut und der Beton von Hand eingespritzt werden. Rein körperlich ist es anstrengender, natürlich von der Bühne aus zu arbeiten. Die Styroporkörper haben eine bitte eigenwillige Form, können Sie sich ja unten mal angucken. Und das muss ja sauber in der Spitze sein. Da das Bauwerk einzigartig ist, müssen einige Arbeitsschritte neu gedacht und geplant werden. Außerdem dauert der Aufbau des Dachs durch die besondere Bauweise länger, erklärt der Polier vor Ort. Ist zeitintensiver. Ja, durch das Spritzen. Die Fläche könnte man theoretisch bis hierher an einem Tag locker fertig betonieren. Und hier sind es eben mit der Dämmung kleben, untere Lage, 4 Tage, 5 Tage. Auch wenn es in der Konstruktion aktuell noch sehr aufwendig ist, Professor Kurbach und sein Team wollen mit der geschwungenen Wanddachform zeigen, dass mit Carbonbeton außergewöhnliche Architekturen machbar sind. Neben den erweiterten Möglichkeiten bei der Gestaltung hat Carbonbeton gegenüber Stahlbeton einen weiteren Vorteil. Die Wände können deutlich dünner gebaut werden. Im Moment haben wir jetzt hier eine Dicke von ungefähr 7 cm für den Carbonbeton. Wenn das aus Stahl wäre, müsste die mindestens 14, 15 cm dick sein. Denn Stahl kann rosten und braucht deshalb eine dicke Betonhülle, um Korrosion zu verhindern. Die Carbonmatten hingegen sind rostfrei. Der wichtigste Vorteil ist, dass wir Material sparen. Wenn Sie bedenken, wie knapp der Sand in manchen Teilen der Erde schon geworden ist, haben wir ein echtes Ressourcenproblem. Und wir können nicht mehr mit so viel Material bauen wie in der Vergangenheit, müssen uns also beschränken. Wände, die mit Carbon gebaut werden, kommen mit halb so viel Beton aus wie stahlbewehrte Wände. Sie sind langlebiger, allerdings aktuell noch teurer. Dennoch ist das erste Carbon-Betonhaus ein Meilenstein für die Zukunft des Bauens. Und jetzt ist es auch ein Stück Stolz, dass sich 25 Jahre Forschung jetzt in diesem Haus materialisieren. Im März kommenden Jahres soll das Haus fertig sein. Die TU Dresden will es dann als Büro- und Veranstaltungsgebäude nutzen. Außerdem dient es Forschungszwecken. Messsensoren in Decken und Wänden überwachen 10 Jahre lang, wie Außen- und Innenklima auf das neue Baumaterial wirken.